Heute erkläre ich dir was, was dir weder dein Papa erklärt, noch dein bester Homeboy. Und zwar geht es heute um die Intimrasur. Es gibt unzählige Gründe, warum du dir deine Kronjuwelen da unten rasieren solltest. Heute geht es aber nicht um das Warum, denn die Frage haben wir schon in einem anderen Video geklärt, sondern wie macht man das eigentlich? Man kann halt nicht einfach einen Einwegrasierer nehmen, hoch und runter rasieren wie so ein Blöder, denn das endet am Ende des Tages in einer Vollkatastrophe. Heute erkläre ich dir in 10 einfachen Schritten, wie du dir deine Kronjuwelen da unten ganz entspannt und geschmeidig rasierst, ohne dabei deine Familienplanung in Gefahr zu bringen. Je nachdem, wie es da unten bei dir aussieht, empfehle ich dir als allererstes mal, einen Elektrorasierer zu nehmen und deinen Vorgarten da unten ein wenig zu stutzen. Meine Empfehlung liegt da auf so circa 3 bis 4 mm. Warum macht man das Ganze? Ganz klar, als Beispiel, wenn du jetzt ein Vollbartträger bist, wie ich jetzt aktuell, dann kannst du natürlich auch nicht einfach einen Nassrasierer nehmen und dein Vollbart damit rasieren. Du musst natürlich erstmal den Vorgarten ein wenig runtertrimmen, bevor es mit der Nassrasur losgehen kann. Im zweiten Schritt springst du dann unter eine heiße Dusche, damit deine Haut und deine Haare erstmal weicher werden. Denn du möchtest natürlich bei der Rasur, dass deine Haut und deine Haare so gut es geht nachgeben. Und deshalb ist eine heiße Dusche wirklich richtig wichtig, damit deine Haut und deine Haare erstmal ein wenig geschmeidiger werden. Somit verringerst du gleichzeitig auch die Gefahr, dass du dich bei der Rasur nachher schneidest. Bevor es mit der Rasur losgeht, wasch dich erstmal ordentlich. Und das geht nicht nur für deinen Körper, sondern auch für deinen Klingelbeutel und deine Trompete da unten. Also alles erstmal ordentlich sauber machen. Wenn dann alles schön sauber ist, dann kann es fast losgehen, aber auch nur fast. Ich empfehle dir an dieser Stelle noch einen Rasierschaum zu verwenden und deine Kronjuwelen mit dem Rasierschaum erstmal schön einzuschäumen. Wenn der Rasierschaum dann aufgetragen ist, dann step einfach einen Schritt aus der Dusche raus, denn du möchtest während der Rasur nicht die ganze Zeit vom Wasser abgespült werden. Im fünften Schritt nehmt ihr dann einen neuen Rasierer. Aber auf gar keinen Fall einen Einwegrasierer nehmen. Die Dinger kannst du nämlich für eine Intimrasur tatsächlich in die Tonne kloppen. Wenn du dich da unten rasieren möchtest, dann empfehle ich dir auf jeden Fall einen guten Rasierer zu verwenden und zwar mit einer niegelnagelneuen Klinge. Und jetzt aufgepasst alle Männer da draußen, ich empfehle euch kein Männerrasierer, sondern die Frauenrasierer. Die sind meiner Meinung nach wesentlich besser als die Männerrasierer, die es auf dem Markt gibt. Also, dann eine neue Klinge auspacken, auf den Rasierer draufstecken und dann merkt man auch direkt, dass die Frauenrasierer so schöne, dicke und super weiche Gelkissen haben, die zum einen deine Haut ideal schützen und zum anderen perfekt bei der Rasur über die Haut gleiten. Also diese Gelkissen sind echt sehr nice. Und gerade wenn du zum Beispiel so empfindliche Haut hast wie ich, sind diese Frauenrasierer wirklich überragend. So Leute, jetzt geht's los mit der Rasur. Und bei mir ist es so, bei mir werden nicht nur die Haare an den Peniskartoffeln entfernt, sondern natürlich auch die Haare am besten Stück selbst. Und ich starte dann erstmal so, dass ich von oben nach unten runter rasiere. Erst die linke Seite, dann die rechte Seite und dann die Leistengegend. Danach packst du dir deine Kalaschnikow, ziehst sie nach oben und rasierst schön an deinem Kollegen entlang und entfernst die Haare. Wenn du damit durch bist, geht es dann runter an deine 2 kleinen eingeschäumten Freunde da unten. Du kannst dann den Rasierer ganz relaxed und ganz geschmeidig über deine Familienplanung drüber gleiten lassen. Das funktioniert mit dem Frauenrasierer und mit dem Rasierschaum wirklich ideal. Danach nehme ich die Familienplanung nochmal in die Hand, also im wahrsten Sinne des Wortes, und ziehe nochmal alles nach oben und rasiere dann nochmal alles von unten logischerweise auch weg. Also alles blitzeblank rasieren, von oben nach unten rasieren und alles sauber machen. Kommen wir noch zu einem ganz wichtigen Zwischenschritt und zwar solltest du den Rasierer zwischenzeitlich entleeren. Einfach den Rasierer ein wenig ausklopfen und die Haare, die sich langsam angesammelt haben in der Klinge, einfach aus dem Rasierer entfernen. Denn du möchtest ja immer eine ideale und perfekte Rasur haben und natürlich auch die Gefahr minimieren, dass du dich mit dem Rasierer irgendwie schneidest. Anschließend kommen wir im 8. Schritt zum Feinschliff. Ich wasche dann erstmal alles schön ordentlich ab und dann begutachte ich da unten alles und schaue, ob irgendwo noch ein Härchen ist. Und wenn das der Fall ist, dann gleite ich einfach ohne Rasierschaum direkt mit dem Rasierer einfach über meine Familienplanung drüber. Und das geht auch ideal und ist gar kein Problem, denn diese Gelkissen gleiten wirklich perfekt über die Haut und ihr müsst euch auch keine Sorgen machen, dass ihr euch da irgendwie schneidet. Und wenn ihr anschließend dann mit eurem Finger über eure Kronjuwelen drüber streicht, ich schwöre euch, dann habt ihr wirklich richtig schön geschmeidige, sexy Säckchen da unten. Wenn du dann mit der Rasur durch bist, dann kannst du im 9. Schritt erstmal aus der Dusche rausgehen und dich erstmal entspannt abtrocknen. Wenn du dich dann abgetrocknet hast, dann empfehle ich dir im letzten Schritt eine Bodylotion zu nehmen und dich schön einzucremen, deine Kronjuwelen natürlich auch schön einzucremen und dann das Ganze einfach zu genießen. Und anschließend habt ihr dann ein richtig schönes Gefühl, als wenn ihr gerade frisch vom Friseur gekommen seid und ich hoffe, dass ihr dann genau so vor eurer Göttergattin steht. I got a surprise for you.
So ihr Lieben, teilt das Video liebend gerne mit allen Männern da draußen, damit keiner da draußen auch nur ansatzweise seine Familienplanung da irgendwie in Gefahr bringt und eine richtig geile Frise da unten hinbekommt. Also viel Spaß beim Rasieren. Peace out.